Ja, moin, machen wieder mit der Pate und Hauptmission wieder. Mein Pate. Man hat doch gar nicht gesehen, wie der Alton gestorben ist. Und er lebt wahrscheinlich nicht. Steige ich auf. Immer noch nicht. Mal. Ich bin jetzt Don Capo de China. Der nächste Schritt ist, selber Don zu werden. Was zum Don noch gerade? Ja, aber es ist mit dem Spiel los. Jetzt sind wir zum Capo di China befördert worden. Und ohne irgendeine Spielszene direkt zum Don. Das kann doch nicht sein. Hallo? Ja, Capo di China. Was jetzt mit dem anderen Don ist passiert? Das ist doch schräg, oder? Was soll das? Jetzt kann man noch Don von New York werden. Was soll das? Ja, wir nehmen das. Dann kann ich noch den Boxer fertig machen. Den schaffen wir jetzt locker. Das Spiel hat wirklich wie Lücken. Wahrscheinlich ist es, weil ich schon alle Familien besiegt habe, bin ich direkt aufgestiegen. Sichern dir wöchentliche Einnahmen. Die sind wiederum der Grundstein deiner Karriere. Halt die Geschäfte am Laufen und schon klingelt die Kasse. Wenn du kein Geld verdienst, kommst du in der Familie nie nach oben. Ich bin schon ganz oben. Ich habe schon alles. Ich habe irgendwie das Spiel auch kaputt gemacht, indem ich zu früh alles schon gemacht habe. Ich habe ja die ersten 30 Folgen. Aber weißt du was? Stopp mich. Wir entlöden mal. Warum steigt der jetzt ein? Ich wollte ihn hier ansprechen. Hallo? Ja, du kannst gehen. Tatsächlich nach Hause? Ja, jetzt geht's wieder nicht. Nein, okay. Du bleibst hier. Na. Funktioniert wieder nicht. Was hast du auf dem Herzen? Ich eines Tages zum Capo de China machen. Soll ich echt abhauen, Boss? Ja. Ja, du bist raus. Ich hab hier alles im Griff. Jetzt holen wir uns einen, der zu uns passt. So einen Topmann. Ich brauche jemanden, der schießen kann und keine Fragen stellt. Wie sieht's aus? Ah, ein Geschäft fehlt mir noch. Einverstanden. Andiamo, eh, Boss? Einen können wir noch. So.
Irgendwie hat er mir doch noch gesagt, ich soll jemanden treffen im Landhaus. Ja, dann holen wir uns mal noch die letzten Sachen. Stigi? Eine Ehre, den neuen Capodicina zu treffen. Ich bin nicht Capodicina, ich bin der Don. Nein. Auf ganz komische Art ist das passiert. Also wirklich schräg. Eigentlich müssten wir jetzt ja nicht mehr auf der Straße arbeiten als Don. Das sollte ich eigentlich Leute machen. Das Coole ist, wir machen wahrscheinlich mehr Schaden und so, haben bessere Begleiter. Das Team kann ja noch mitnehmen, wir holen uns den Hafen. Das letzte Gebäude und der Boxer. Der Boxer ist auch fällig. Spiel schon durch. Ich hätte wahrscheinlich ein bisschen früher Missionen machen müssen, da ich all die Läden übernommen habe und dann erst wirklich Missionen haben machen. Ist das irgendwie... Ist die Story wie kaputt? Schon wieder. Das Problem, dass sie mich beim Boxer immer mit Bierflaschen beschmeissen. Ich könnte noch einfach umbringen, aber dann bekomme ich nicht viel Punkte. Das könnte ich auch noch machen. Also wenn ich es nicht schaffe, dann knallen ich einfach ab. Auto auf! Du Mistkerl! Hey! Wie redet der mit dem Dom? Hol mich, wenn du mich brauchst! Wie redest du mit dem Don? Aber was mit dem Corleone passiert ist, hat man jetzt nicht erfahren. Ist der umgebracht worden? Hat nicht der umgebracht? Hat er nicht mehr mögen? Du hältst dich für einen harten Kerl, was? Härter als du, Kelly. Du wirst dir wünschen, verloren zu haben. So. Und wieder spackt die Steuerung um. Am Ende wird noch jemand verletzt. Ja, jetzt werfen sie mir wieder die Scheibe. Irgendwie habe ich Probleme mit der Steuerung. Was? Wollt ihr mir kommen? Ja, nehm mit den Fläschchen. Weißt du, sie erschiessen den Typ. Ich erschiesse den immer nicht mehr.
Wir ballern dem Kugel in den Kopf und fertig ist der Job. Das ist zum Kotzen. Nicht schon wieder. Sie sehen halb tot aus. Brauchen Sie Hilfe? Nehmen wir sie echt nach. Ich muss hier durch. Magst du es gerne laut? Wo zum Teufel ist der Kerl? Wie geht es Ihnen, Sir? Ich hoffe gut. Ja. Die hat nicht reden. Schön, dass Sie uns mal besuchen. Schön, mal einen freundlichen Menschen zu treffen. Wie sie alle schleimen plötzlich. Was ist mit mir? Wer redet, singt auch. Ich hoffe, schön, mal einen freundlichen Menschen zu treffen. Ja, würde doch sagen. Wer ist der Stierleibwächter? Der Baller, wenn wir das hier kommen. Nehmen wir ein Magnum. Achtung, wir werden noch beschossen. Ich habe nicht viele Punkte, aber Scheiß drauf. Das ist seine Manager. Was, das schmeißt immer noch eine Flasche? Ich tue alles, was Sie sagen. Oh Gott! Was zum... Ist das Blut? Wer schmeißt hier Flaschen? Kannten Sie das Opfer? Ja, da. Okay, es reicht. Mann, oh Mann. Komische Stelle hier. Wir gehen einfach. Wir haben natürlich noch nicht alle Familienmitglieder umgebracht. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Okay, Boss? Warum schmeißen die die Flasche jetzt hier runter? Komisch. So. Jetzt gehen natürlich wieder ein Haufen Mordaufträge auf. Ich glaube, wir müssen die mal wieder ein bisschen verfolgen. Weil wir noch nicht alle Familienmitglieder hingerichtet von der anderen Familie. Geht natürlich gar nicht. Sie sind hier, um uns zu beschützen. Wahrscheinlich würde es sogar schon länger, wenn ich den Hafen einnehme. Verzeihung, mir war nicht klar, dass Sie das sind. Aber dann machen wir mal noch eine Folge lang Morden. Da ist natürlich jetzt oben. Wir sind jetzt eigentlich noch für den Pfarrer. Leute aus Weg geschafft. Unsere Freunde schicken mich. Sie wollen ein Problem aus der Welt schaffen. Bist du dabei? Ja. Wenn es wird gehen. Ich melde mich wieder. Merci. Nochmal raus, nochmal rein. Stehst du jetzt zu deinem Eid, der Familie zu dienen? Ich bin die Familie. Es geht nicht. Stehst du jetzt zu deinem Eid, der Familie zu dienen? Es geht nicht. Stehst du jetzt zu deinem Eid, der Familie zu dienen? Es geht nicht, ich kann ihn nicht annehmen. Das ist schon. Mann, haben die das nicht getestet, das Spiel? Das ist vom ersten Mal an. Stehst du jetzt zu deinem Eid, der Familie zu dienen? Es geht nicht.
mein Steuerkreuz geht, aber das kann ich nicht. Stehst du jetzt zu deinem Eid, der Familie zu dienen? Geht wieder nicht. Muss doch mal ein paar Mal auf Pause schalten. Und dann noch mal stehst probieren. Du jetzt zu deinem Eid, der Familie zu dienen? Was muss ich tun? Ja. Jack Fontana ist der Konsiliere der Stratzis. Die jüngsten Anschläge auf seine Familie lassen ihn verzweifeln. Schalte ihn aus, bevor er ein Problem wird. Ja. Sofort erwürgen sie ihn, das ist super. Das wird gemacht. Ist mir noch wichtig, dass all die Familienoberhäupter weg sind. Die weg sind, gibt es auch keinen Gegenschlag mehr. Dann ist vorbei, dann sind wir die Einzigen in dieser Stadt. Vor allem sind es mittlerweile sehr hochrangige Mitglieder. Ist der da gestanden? Ich glaube, er ist eher oben. Was sind wir jetzt da gerade? Auch nicht. Ich muss irgendwie unten durchkommen. Halt ihm in den Rücken! Lasst ihn nicht entkommen! Scheibe. Es kann sein, dass ich beim Hafen rein muss. Wäre nicht gut. Guck mal, ob es hier durchgeht. Kann ich das auffahren oder so? Nein. Da rein. Ah. Street Sweeper. Ah, ich denke, ich kann da drüber. Wie gefällt dir das? Oh, hier kommst du. Hier kommst du. Ah, hier. Filmen zuerst alle Soldaten. Und dann erwürgen wir den Boss. Oh! Das ist nicht der Boss, das darf ich noch gehen. Das ist doch schon ein bisschen besser geschützt. Ich hab den Kran! Ja, das ist schon mal ein... Gib mir Feuerschutz, Boss! Triffst du ab? Unten bleiben! So, ich kann da nicht rüber. Ich hoffe, er gibt mir Feuerschutz, dann kann ich ihn hier einfach erwürgen. Das sollte mir jetzt eigentlich nicht erschiessen können. So. Scheiße! Das ist eine Falle! Schlechte Falle. Wäre ein Boss drauf. Ah, können wir denn noch? Stärkung oder so. Ich hab ihn! Gib mir Deckung! Der andere Jungs da.
arbeiten immer mehr zusammen, die Familien. Das, was noch übrig ist. Okay. Wie es aussieht bei den verschiedenen Families. Natalias sind weg. Stracci fehlt nur noch. Der Capo de China. Gueno fehlen auch noch zwei. Barzini alle ausser der Boss. Oh, es sind noch mehr Gegner. Schon hier sein, könnten wir jetzt schnell den Hafen noch reinnehmen. Ich wollte sie jetzt mal abräumen. Ohne das Vendetta. Ah, mal ist Vendetta. Okay. Hafen nicht. Nicht wirklich. Ja, die verbrennen wir jetzt wieder alle Läden. Ich müsste eigentlich sofort zum FBI. Wenigstens noch die Polizei auf meine Seite ziehen. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Jetzt holen wir das Team dazu. Sieh! Ich bin gefangen! Los geht's! Bleib hinter mir, Boss! Das sollte nicht mehr so Sache sein, wenn ich so viel Leute. Wieder einen übersehen. Normal wäre ich da tot, wenn ich nicht so aufgelevelt wäre. Die haben mich erwischt! Schön, haben wir alle. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich keine Heilung habe. Zuerst die Junge. Ich mach mal eine Pause, Boss. Kill mit dem ganzen Team. Bleib hinter mir, Boss! Ein Riesenvendetta gegen uns läuft draussen. Was meinst du? Schießt da einen auf? Wo ist er? Da ist er. So, ich muss mich schnell ein bisschen heilen. Ich habe zum Glück gute Regeneration. Die schiessen die auf mich. Vielleicht ist da unten noch einer. Das ist gekillt. Eine Generation kommen.
Wir haben noch alle dabei. Schießen wir so in die Wände. Was willst du jetzt machen? Er ist getroffen! Kommt in voll Blei, Jungs! Jungs, da innen geht's ab. Das Problem ist, ich komme auch nicht mehr zurück, wenn ich reingehe. Halten die mich auf, weil sie durchblockieren und dann killt es mich wieder. Ja, geh rein. Ich mache das so. Was? Ich bin getroffen! Voll hinter mir! Heilig, sofort die Deckung. Und wieder ein Treffer. Ein Treffer und Heilsequenz wird abgebrochen. So Fiole aufnimmst. Ich weiß nicht, ob ich runter muss. Nimm das! Das hat mich fast... Schon wieder wäre ich fast drauf. Das hat mir viel gefällt. Jetzt muss ich extrem aufpassen. Der nächste Treffer killt mich. Der regeneriert nicht. Das heisst, da ist irgendwo einer. Geschäft kaputt. Die Schweine. Muss man Heilung suchen. Der Boss ist oben drauf von dem. Ja, das leitet. Mir wieder ein bisschen Energie tankt. Bleib hinter mir! Deckung. Wieder nicht klappt mit. Im Teil geht es nicht mit dem automatischen Ziel. Huch! Ich muss nicht drauf gehen. Das können wir alles nochmal machen. Ständig gefallene Seite. Hier oben ist sicher der Chef. Der Hafen muss wichtig sein, weil so viele Leute bewachen. Gibt da richtig viel Geld. Ich mach mal eine Pause, Boss. Hol mich, wenn du mich brauchst. Umschlagplatz. So, aufpassen, es könnte normale Wellen kommen.
wäre schon alles gut prüfen. Ja, ist safe. Moment, lass mich mal durch. So, wir machen keine Kapriole. Mit dem Schmuggel ist Schluss, wenn Sie die Corleones nicht beteiligen. Kapiert? Na gut, Sie haben gewonnen. Egal. Aber holen wir nicht was, okay? Das Maximum raus. Also, die ist so gut bewacht. Aber es ist eine Dreischeibe. Aber die müsste über 10.000 hättest du da rausholen. Okay, wir haben Punkt. Ist auch der Gebrauch im Moment, nicht Fitness kann ich noch. Ja, wir nehmen das. Krass, ich habe über 300.000 Punkte bekommen und es hat nur ein Upgrade gegeben. Ich werde nochmal die Knarre führen. Ah, den Tresor habe ich jetzt nicht geschaut. Alles, oder? Kaufen Sie alle Verstecke, aber die haben nicht alle Exekutionsarten. Und überall herum kommen noch Mordaufträge führen. Aufgabe, wo sind sie? Was soll denn das für Abwässer? Ich und mein Team. Alle weg. Wow. Fahrt einfach in Mine. Ich hab kein freies Schussfeld. Weg, der explodiert. Und meine Eigentum gerade. Na gut. Mal schauen, wie das geht. Kann ich übrigens die Vendetta abbrechen. Meine Familie müsste die eigentlich locker fertig machen im Moment. Oh mein, was soll denn das für Abwässer? Jetzt bin ich sicher falsch. Total falsch. Was ist
die nächste rechts. Oh, bist du Mafia? Mob Guy. Oh Mann, haut ab, jetzt haut ab, haut ab! Vielleicht gewinnt Vendetta, wer mehr von den anderen umgebracht hat. Das kann gut sein, dass sie einfach viel mit ihm müsste jagen während der Vendetta. Heilig. Sie haben echt Probleme. Ich kann Ihnen helfen, aber bei Ihrem Vendetta-Wert ist das nicht ganz billig. Geld haben wir genug. Aber das funktioniert nicht. Einen Bundesagenten? Sie haben ziemlichen Wirbel gemacht, Mann. Meine Dienste werden nicht billig. Sie haben sich den Falschen ausgesucht. Das ist so zum Kotzen. Muss mal so ein bisschen. Nein, nochmal probieren. Sie haben echt Probleme. Ich kann Ihnen helfen, aber bei Ihrem Vendetta-Wert ist das nicht ganz billig. Belästigen Sie eine andere Familie. Ja. Die Corleones tun keinem was. Klar, ein bisschen Druck auf die Familie ist für uns beide gut. Und tschüss. Steh auf. Hübsch, was? Ich mach dir einen guten Preis. Ja, wenn's geht. Wenn's wird gehen. Sollen wir verschwinden, Boss? Nee, ich hab... Nein, ich brauch dich hier. Die hab ich dir zurückgelegt. Okay, nicht. Was ist? Sind wir? Ja, es ist echt zum Kotzen hier. Ich bin zu allem bereit, Boss. Die hier könnte dir gefallen. Es geht einfach nicht. Was ist? Es ist auch nicht der Controller. Ich habe hier das Steuerkreuz funktioniert hervorragend, für die Waffen zu wechseln. Funktioniert einfach nicht, wenn ich mit ihm rede. Hübsch, was? Ich mach dir einen guten Preis. Ja, jetzt geht's. Okay, gib her. Ja, zwar zwei Wollen, aber egal. Jetzt geht das Ganze nochmal von vorne los. Machen wir nochmal so. Und er so. Die Familie bittet dich um einen Gefallen. Wie lautet deine Antwort? Geht wieder nicht. Mal, jetzt habe ich es wieder geschafft. Oder Capo di Cino von der Stracci. Oh Gott, lauft!